Schaut's einmal, nicht zu kurz kommt die Kunst. Also ein Clown kennt jedes Kind. Aber ich bin ja Künstlerin und ich interpretiere so between Kunst und trotzdem kindgerecht. Und da der Clown zum Beispiel, das ist typisch künstlerisch umgesetzt, aber jedes Kind kennt den Clown. Ich setze Samen für die Ästhetik, für Sinn, für Bilder und Kunst und Farben. Also eins meiner Dinge, die ich hier einbringen kann, weil ich Künstlerin bin. So, was kann ich euch noch über dieses Buch erzählen? Habt ihr Fragen? Dann stellt mir doch die Fragen. Ihr antwortet nachher dann auf die Kommentare direkt. Mach es aber auch als Video. Das ist doch schön, wenn ich mit euch direkt kommunizieren kann und auf eure Fragen eingehen kann. Also habt ihr Fragen, stellt mir die Fragen. Ich antworte euch direkt über Video und gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.